krieg dich. Ich krieg dich. Was du denn für ein Vogel? Bist aber ein hübscher, großer Vogel, ne? Da war gerade ein Eichel hier. Noch einer. Ja, danke, Krähe. Hast du Eichel hier verscheucht oder was? Jetzt war ich diese Reise mal zu blöd gewesen, die Eichel hier aufzunehmen. Aber dafür nehme ich jetzt da oben die Krähe auf. Fliegen auch zum Süden die Vögel. Aber dieser Vogel da oben ist interessant. Wie das andere. Also, im Moment habe ich wirklich sehr viel Pech, gebe ich zu. Bei uns wird alles abgelehnt, egal ob bei der Patrick oder bei Facebook sind, die bei den Gruppen, egal ob es ein Fahrrad oder ein neues Badezimmer oder Couch ist, es wird bei mir dauernd alles abgelehnt, bei uns dauernd alles abgelehnt, ich weiß nicht wieso, die Welt ist eher im Grunde gegangen, die Welt ist eher Boden zerstört, schon alleine wegen dem Krieg da, was in der Ukraine und Russland drin ist. Ja, es wird anscheinend die Türkei, Griechenland auch noch mit Krieg bedrohen. Oder drohen, wie das heißt. Angeblich. Die Welt wird nicht besser, die wird immer schlimmer wird die Welt. Das ist schon keine schöne Welt mehr, sondern eine grausige Welt. Wenn jetzt zum Beispiel Aliens kommen würde, sich die Welt anschauen würde, wo wir jetzt leben, dann würde die Aliens eiskalt sagen, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, ich glaube, ehrlich gesagt gibt es keine Aliens, ein Beispiel. Ja, dieser Planet ist am Grunde, dieser Planet ist eine Schande. Dieser Planet ist ein Schandfleck, wo die Menschen leben. Ganz einfach. So würden das die Außerirdischen denken, wenn die uns mal besuchen kommen. Und zum Beispiel gesagt. Und so würden das auch. Ja. Dass dieser Planet hier wirklich ein Schandfleck ist. A la carte. Viele finden das mit Humor. Und viele finden die Welt schon nicht mehr schön, kann man schon nicht mehr drauf leben. Viele wollen schon zum Mars da, auf Mars leben oder auf Mond leben, wie das heißt. Ja, ist so. Ist so. Ich frag mich mal was allerernstes, was ist das hier für eine total verödete, gekackte Welt, wo wir jetzt drin leben? Was sagt die Krähe da oben mit der Welt? Denkt bestimmt, ach mein Gott, ey, was ist mit der Welt los? Guckte schon, sitzt auf der Tanne, guckte, was hier um sich passiert. Hat gerade die zwei Eichel wieder verscheucht. Eichel haben ja Angst vor der Krähe, so viel ich weiß. Nur weil die da oben sitzt, aber die Krähe hat nichts gemacht. Die saß da oben auf der Tanne. Ich verstehe nicht, wieso die Eichel ja jetzt abgehauen, weggeflogen sind. Und was sie da sieht, ist, das ist die Sonne. Mama, komm mal kurz. Ich meine, was soll das hier alles? Die Preise werden immer höher von den Lebensmitteln. Die Gaspreise werden auch wieder höher, die Strompreise. Bei Sat.1 Gold oder wo es war, habe ich schon eine Wärmung gesehen und ja, wie sollen wir gut über Winter kommen, die Frage. Das waren so Leute drauf zu sehen, haben sie gezeigt, Energie. Wie sollen wir gut durch den Winter kommen, wie das heißt? Wenn alles den Bach runtergeht. Wie sollen wir bitte schön Weihnachten feiern,
Oder die Festtagefeier, die jetzt kommt, in 2 Monaten. Wo das Essen teuer ist. Ich meine, die armen Leute können sich das gar nicht erlauben. Was soll das jetzt alles hier? Ist das jetzt der sogenannte Weltuntergang oder was? Das war jetzt nicht in dem Sinne richtiger Weltuntergang, was ich meinte. Ich meine jetzt so ein Untergang, dass alles teuer wird, alles in den Bach runtergeht, alles traurig wird. Alles traurig wird, das meine ich, dass alles hier traurig wird. Der ganze Krieg hier in den Ländern und ja, und dann noch, die Preise werden höher von allgemein. Egal, ob es Gaspreise, Benzin, Strompreise, Lebensmittelpreise werden höher. Also Fleischpreise vor allen Dingen. Und ich verstehe jetzt auf der Welt so gut wie gar nichts mehr. Hier kann man nur noch leben wie der letzte Dreck auf der Welt. Am liebsten würde man wirklich auf dem Mond oder auf dem Mars leben. Da wäre es nicht so toll. Oder es könnte einen erdähnlichen Planeten geben, wo man darauf besser leben kann, wo die Sachen besser sind. Aber wer weiß, ob man den außerirdischen, sogenannten außerirdischen willkommen ist. Es gibt zwar keine Aliens, ich weiß, dass es keine Aliens gibt, aber es ist nur ein Beispiel, was ich gesagt habe. Bin jetzt auch nicht böse, was ich jetzt alles gesagt habe, liebe Leute, aber ich bin total enttäuscht von dieser Welt, wo wir jetzt leben. Das kannst du laut sagen, Krähe. Das kannst du laut sagen. Genau. Was soll das mit der scheiß Welt? Hi, Mom. Kommst du kurz raus? Ich will dir die Sonne zeigen. Wow, bist du groß. Bist du groß. Hier ist jetzt weg, Mama, keine Angst. Ja, hinten ist die Sonne. Ich wollte dir doch die Sonne gezeigt haben. Ja. Ne? Also ich wünsche euch alle einen schönen Donnerstag. Ich sage jetzt mal bye. Ich werde jetzt erstmal runterfahren. Also es hat mich schon angekotzt, dass bei uns alles abgelehnt wird, wie ich gesagt hatte, allgemein. Und ja.